Leute, Leute, es gibt wieder ein paar brandneue News zu Ark Aberration. Und zwar hat Wildcard jetzt mal ein Veröffentlichungsdatum oder halt ein Release-Date für Aberration rausgehauen. Und zwar schreiben sie, dass es am 12. Dezember zum Kaufen auf Steam und sonst irgendwo verfügbar sein wird. Nach jetzt fast 2 Monaten Verschiebung haben sie es anscheinend endlich mal geschafft, ein gutes Release-Date zu finden. Und ich hoffe, das werden sie auch einbehalten und nicht wieder irgendeine Kacke machen und dann sagen, ja, dauert noch einen Monat. Ja, also 12. Dezember, könnt ihr euch auf euren Adventskalender schreiben. Dort wird hoffentlich Ark Aberration veröffentlicht werden. Ein paar andere Updates zu Ark so werden dann auch bald kommen. Und zwar zum Beispiel, was jetzt nicht so ein tolles Update ist, dass man, glaube ich, nur noch 100 Turrets haben kann auf einem Server. Die dafür aber halt gepatcht werden, also die Turrets werden stärker ab und man kann dafür nur noch 100 haben oder so. Und ja, das war es eigentlich schon alles. Das waren so die kurzen, wichtigsten Sachen, die so in letzter Zeit veröffentlicht wurden über Aberration und Ark. Ich finde es cool, dass die jetzt endlich mal ein Release-Date rausgehauen haben. Und ich hoffe, das werden sie auch beibehalten, weil dann kann es losgehen mit schönen Aberration-Videos und alles drum und dran. Also freut euch schon mal drauf und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Tschüss!